technologisch in Richtung Digitalisierung ausgestattet sind und dass die Kinder nicht in solchen Klassen den Unterricht verbringen sollen, so wie es dieses Jahr im Winter hier im Kirchheim Tech der Fall war, in der Tech-Realschule, als die Kinder in den Wintermänteln in den Klassen sitzen mussten und die Heizlüfter parallel zum Unterricht laufen müssten und sie dadurch nicht einmal den Unterricht richtig mitbekommen haben. Das haben wir gesagt, das darf in Deutschland nicht sein. Wir müssen in die Schüler, in die Schulen investieren. Und deshalb haben wir uns vorgenommen, in jeden Schüler, pro Schüler 1000 Euro in die Ausstattung der Schulen und des Unterrichts zu investieren. Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass wir jeden, der eine gute Bildung hat, dass wir jedem auch eine Chance bieten, dass er wirtschaftlich vorankommen kann. Als erstes möchten wir eine Steuerbefreiung bei der Grundsteuer für jede neue Immobilie, jede erstgenutzte Immobilie umsetzen. Das heißt, junge Paare, die eine neue Immobilie erwerben möchten, die wir auch als gute Altersvorsorge betrachten, diese sollte als erste eigengenutzte Immobilie bis in die Höhe von 500.000 Euro vom Grunderwerbsteuer befreit werden. Gleichzeitig wollen wir die Wirtschaft entbürokratisieren. In den letzten 4 Jahren wurde eigentlich, was die Wirtschaft angeht, dieses Land nur verwaltet. Die Wirtschaft wurde noch mehr verbürokratisiert und das wollen wir stoppen, beziehungsweise wollen wir die Wirtschaft auch entlasten. Und deshalb möchten wir als ersten Schritt die Stromsteuer abschaffen, weil ursprünglich in dem Energieerneuerbaren Gesetz vereinbart wurde, in dem Moment, wenn wir einen Anteil an erneuerbaren Energien von 25% haben, werden die Förderungen reduziert, heruntergefahren, was bis heute nicht der Fall ist. Viele wissen es nicht, aber deutsche Unternehmen müssen mittlerweile einen doppelten Strompreis zahlen im Vergleich zu Frankreich. Und da droht Deutschland irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig zu sein und deshalb möchten wir die Stromsteuer abschaffen. Gleichzeitig erinnern wir uns immer noch an das Versprechen von Wolfgang Schäuble vom Jahr 2009, als er gesagt hat, er möchte den Soli im Jahr 2019 abschaffen. Und an diesem Versprechen, an das wollen wir ihn erinnern und an dem wollen wir festhalten. Deshalb muss der Solidaritätszuschlag im Jahr 2019 auslaufen und dadurch wollen wir alle Menschen in diesem Land auch mit entlasten. Das, was für uns enorm wichtig ist und was Sie auch im Zusammenhang mit G20-Treffen in Hamburg erlebt haben, ist die Sicherheit, die innere Sicherheit dieses Landes. Solche Situationen, solche Zustände, wie wir sie in Hamburg erlebt haben, dürfen sich nie wiederholen. Und deshalb haben wir die oberste Priorität in unserem Haushalt, die Ausstattung, personelle Ausstattung, technologische Ausstattung der Polizei und der Justiz in diesem Staat. Meine Damen und Herren, ich weiß, Sie freuen sich alle auf unseren Polizstar, auf unseren Gast. Auf das Wetter ist nicht so viel Verlass, aber auf Christian Lindner ist immer Verlass. Obwohl wir bewiesen haben, dass wir gutes Personal bei der FDP haben, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in den Medien wird immer verabschiedet. Das muss auch mal öffentlich mal gesagt werden, selbst wenn wir nicht beteiligt waren. Aber man hat sich dort im Kreis der G20 zum Beispiel darauf verständigt, jetzt endlich mal eine vernünftige Hilfe für Afrika zu organisieren, die wirksam ist. Wenn der Wohlstand nicht nach Afrika kommt, kommt Afrika zum Wohlstand.
Also wichtig, dass das mal im Kreis entwickelter Wirtschaftsnationen diskutiert wird, über Freihandel, die Stabilität des Weltfinanzsystems ist gesprochen worden und so weiter und so fort. Vielleicht nicht die Durchbrüche, die man sich wünscht, aber immerhin Schritte in die richtige Richtung. Und jetzt hat Herr Gabriel vor diesem Gipfel gesagt, man solle auf dem Gipfel Herrn Trump isolieren. Dann hätte es diese Ergebnisse zumindest nicht mit den Vereinigten Staaten gegeben. Ist das eigentlich eine verantwortbare Regierungspolitik, dass man bereits vor dem Dialog sagt, man will einen aussperren und isolieren? Ich finde nicht. Gerade dann, wenn es schwierig ist, muss der Dialog intensiviert werden, gerade auch mit Trump, der kein Anlass dafür sein darf, dass das, was an Jahrzehnten an transatlantischer Freundschaft aufgebaut worden ist, jetzt binnen einer Präsidentschaft zerstört wird. Und erst recht wollen wir doch bei Trump nicht die Fehler wiederholen, die wir bei Putin schon gemacht haben, nämlich zu wenig zu sprechen. Über die Gipfelergebnisse haben wir in der Tat ja aber auch gar nicht viel gesprochen. Im Zentrum stand ja das, was um den Gipfel herum stattgefunden hat. Skandalös. Also wirklich skandalös. Der Polizei machen wir, Frau Alt, Sie haben es gesagt, keinen Vorwurf, die halten die Knochen hin. Im Gegenteil, die Polizei muss besser ausgestattet werden, die verdient aber auch unseren Respekt. An diesem Samstag habe ich meinen Ohren nicht getraut, als ich im Radio gehört habe, dass die Innenexpertin der Bundestagsfraktion der Grünen die Polizeitaktik für die Eskalation mitverantwortlich gemacht hat. Die Polizei verdient, dass wir ihr den Rücken stärken, aber wir dürfen ihr nicht in den Rücken fallen, meine Damen und Herren, bei ihren schweren Einsätzen. Das ist Fakt. Das verschiebt auch völlig das Bild, wer eigentlich Täter und wer Opfer ist. Also wo die Ursache liegt. Dann wird gefragt, ja, kann denn überhaupt so ein Gipfel in Hamburg stattfinden? Ja. Sollen uns die autonomen linksextremen Gewalttäter diktieren, was, wann, wo in diesem Land stattfindet? Der Rechtsstaat hat doch das Gewaltmonopol. Und wir als Bürger müssen uns doch zu jeder Zeit und an jeder Stelle auf dieses Gewaltmonopol verlassen können. Warum handeln wir sonst im Staat zusammen? Und deshalb ist die Konsequenz nicht, dass wir zurückweichen, und dass die Links- oder Rechtsextremen oder Islamisten uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Die Konsequenz muss eine andere sein. Die Konsequenz muss sein, dass man in der Roten Flora in Hamburg und in der Rigaer Straße in Berlin, dass man dort den Rechtsstaat wieder durchsetzt. Denn in diesen blickdichten Biotopen bereiten die Linksextremen ihre Gewaltexzesse unter den Augen des Rechtsstaats vor und keiner schreitet ein. Das muss ein Ende haben. Es kann keine solchen blickdichten Parallelwelten geben. Egal ob von links, rechts oder Islam. Völlig egal, ob links oder rechtsextremistisch oder islamistisch oder sonst was. Unser Grundgesetz fordert Wehrhaftigkeit, unterscheidet es von der Weimarer Republik. Das ist der große Unterschied. Wehrhaftigkeit heißt, diejenigen, die unsere staatliche Ordnung und Liberalität in Frage stellen, die können sich nicht selbst auf die Toleranz berufen. Keine Toleranz, null Toleranz mit den Intoleranten. Leider haben wir in der Öffentlichkeit, unser Problem sind die privaten Investitionen. Warum haben wir so einen hohen Außenhandelsüberschuss? Weil wir viel exportieren. Aber das, was wir an Kapital reinbekommen, wird nicht in Deutschland investiert, sondern geht auch wieder raus. Weil dann Aktien oder Unternehmensbeteiligungen im Ausland gekauft werden zum Beispiel. Oder Staatsanleihen, noch besser, in Griechenland. Ja? Die dann auch abgeschrieben werden. Dann haben wir also Waren exportiert und das Geld noch geschenkt. Das ist die Lage. Uns fehlen die privaten Investitionen. Und die müssen wir anschieben. Und private Investitionen schiebt man dadurch an, dass sie attraktiv sind. Also müssen wir in Deutschland wieder ein attraktiver Wirtschaftsstandort werden. Das, was unsere Attraktivität uns in besonderer Weise nimmt, das ist bei uns der Bürokratismus. Deutschland ist deshalb kein so attraktiver Wirtschaftsstandort, wie er sein könnte, weil wir uns die Flexibilität der Anpassung, die Technologieoffenheit nehmen, den kreativen Wettbewerb der Ingenieure fortwährend einschränken. Und deshalb sind wir nicht so attraktiv wie andere. Ich bekomme jeden Tag E-Mails von IT-Selbstständigen,
die mir schreiben, Herr Lindner, bitte helfen Sie mir, Frau Nahles will mir helfen. Ja, das sind hochqualifizierte, extrem gesuchte, sehr gut verdienende IT-Ingenieure, die aber freiberuflich in Unternehmen arbeiten, in einem Unternehmen 8 Monate an einem Schreibtisch. Und für Frau Nahles sind das jetzt Scheinselbstständige. Und der Auftraggeber ist plötzlich potenziell ein Sozialleistungsbetrüger. Ja, das ist die Situation. Ich sage, um Gottes Willen, wir möchten nicht an die Stechuhr, wir möchten keinen Urlaubsantrag ausfüllen. Das ist der Bürokratismus. Da werden Menschen gezwungen, sich dem Sozialstaat anzupassen. Ich finde, der Sozialstaat sollte sich den veränderten Bedürfnissen der Menschen anpassen, damit sie die Biografie leben können, wie sie wollen. Und dieser Bürokratismus, der unseren Wohlstand bedroht, der feiert natürlich besonders fröhliche Urstände bei Ihnen hier in Baden-Württemberg. Verbot des Verbrennungsmotors im Jahre 2030. Ja, das wird ja diskutiert. Ist ja sogar Beschluss der Grünen. Mein Herr Kretschmann hat dafür ein Wort gebraucht, um zu kennzeichnen, welche Qualität diese Politik hat. Sie, ne? Video kennen Sie. Schwachsinn, sagte er dazu. Zum Wahlprogramm seiner eigenen Partei. Herr Kretschmann hat recht. Ist ein guter Grüner. Guter Grüner, aber kein Repräsentativer. Und hat natürlich völlig recht, müssen technologieoffen bleiben. Natürlich, wir als Freie Demokraten sind ja auch für die Klimaziele, die könnte man nicht sein. Natürlich sind wir für die Klimaziele 2050. Das muss man politisch festlegen. Aber der Weg dahin, der muss dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb, der Kreativität, der Gesellschaft offen bleiben. Da macht es vielleicht Sinn, statt ein großes Windrad zu bauen, lieber 100 alte Heizungen zu modernisieren, um CO2 einzusparen. Da ist vielleicht die Elektrifizierung des Verkehrs gar nicht das einzig sinnvolle Mittel, wenn 2030 die Batterie immer noch mit 40% Strom aus Kohle geladen wird und die seltenen Erden der Batterie unter unmenschlichen Bedingungen im Kongo abgebaut werden. Da kann vielleicht ein synthetischer Kraftstoff sinnvoller sein, der künstlich hergestelltes Methan, das klimaneutral im Verbrennungsmotor genutzt werden kann, oder Wasserstofftechnologie. Worauf ich hinaus will, ist, Ziele kann die Politik vorgeben. Aber bei der Erreichung der Ziele sollten wir auf die Weisheit der vielen in der Gesellschaft vertrauen und nicht alles delegieren an die Einfältigkeit der wenigen am grünen Tisch der Politik. Das ist Marktwirtschaft. Migration, und zwar einmal im außenpolitischen und im EU-politischen Bereich. Außenpolitisch ist es klar definiert, es gibt eine Faktenlage, die besagt, dass in den Nahost- und auch in den afrikanischen Gebieten wir eine Geburtenrate zwischen 3 bis 7,0 vorliegen haben. Bei einem durchschnittlichen gesellschaftlichen Alter zwischen 24 bis 27 Jahren, bei einer Arbeitslosigkeit bei 60 bis 80%, das heißt, wir haben einen massiven Druck in all diesen Ländern, und der bewusst und nachhaltig beispielsweise von Europäern zu gestalten ist und auch zu gestalten war. Das Thema ist ja nicht erst seit gestern da, sondern ist schon seit 25 Jahren da, wenn nicht länger. Das zweite Thema, was sich daraus ableitet, ist die innenpolitische Situation. Wir haben derzeit zum Beispiel eine Kostenfaktorierung, und zwar bezüglich der Migration, 30 Milliarden letztes Jahr, dazu 20 Milliarden circa im Krankensystem, weil alle Beitragszahlungen müssen praktisch die nicht bezahlten Beiträge einbringen. Wir haben also dauerhaft ein sehr großes Problem. Dann haben wir ein zusätzliches Wachstumsproblem durch die Geburtenentwicklung. Gnade! Ein kleines Beispiel: Frankfurt hat derzeit einen ausländischen Anteil von 50%. Bei den 65 oder über 65-Jährigen sind es 33. Bei den ab 15 sind es über 69%. Okay. Also Botschaft angekommen, Thema angekommen. Afrika erstens. Afrika braucht eine Entwicklungsmöglichkeit, damit die Menschen dort bleiben, eine Chance haben. Wie gelingt das? Durch gute Regierungsführung.
Das heißt also, du investierst nur dort, wo es Rechtssicherheit gibt. Um das Jahr 1900 war die weltwirtschaftliche Einbindung Afrikas viel höher als heute. Warum? Das waren Kolonien. Da galt Gerichtsstand Paris, Brüssel, London mit dem entsprechenden Recht. Das haben wir jetzt nicht. Das heißt, gute Regierungsführung, das muss die erste Priorität der Entwicklungszusammenarbeit sein. Also auch zivilgesellschaftlich den Demokratisierungsprozess stärken. Zweitens, wir müssen unsere Märkte für afrikanische Produkte öffnen. Insbesondere im Agrarbereich. Wir haben jetzt verhandelte Freihandelsabkommen mit Afrika, aber da könnte der Eindruck entstehen, und das mal genau ansehen müssen, dass die eher europäischen und weniger afrikanischen Interessen dienen. Da müssen wir ein klein bisschen Leine lassen, auch um den Preis, dass es in unserem Agrarsektor in Europa, insbesondere in Frankreich, durch Überkapazitäten gibt, zu Veränderungen kommt. Aber die brauchen eine faire Chance auf Wohlstand, sonst folgen die dem Wohlstand. Und das Dritte ist, legale Einwanderungsmöglichkeiten nach Europa. Klar, wir haben eine enorme Entwicklung, insbesondere auch im Nahen Osten haben wir eine enorme Entwicklung, zornige junge Männer, die das Gefühl haben, wir werden in unserer Gesellschaft nicht gebraucht. Aber wenn die diese Energie nicht umsetzen in Gewalt, sondern zum Beispiel in Qualifikation und sich dann legal bewerben darauf, in Europa einen Job anzunehmen, dann sind wir, auf Dauer sollen die kommen. In zwei Jahren tun sie die Leute nicht ausbilden, die verschwinden, dann brauchen sie 10 Jahre dazu. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich sehr wohl. Das glaube ich doch, dass man das anders machen kann, ist ja auch so. Also das Bild im Nahen Osten oder in Afrika seien alle unqualifiziert, stimmt ja gar nicht. In Ghana und Namibia beispielsweise haben wir längst entwickelte Mittelschichten. Da sind Dutzende Millionen Menschen in die Mittelschicht aufgestiegen. Legale Bleibemöglichkeiten für die, die qualifiziert sind. Eine andere Chance gibt es nicht. Was ist denn Ihr Modell? Mein Modell ist zum Beispiel, dass sämtliche europäischen Länder, ja, und Nationalstaaten normal bewusst die Leute, die einzelne Regierung dazu führen, dass einmal primär die Geburtenrate nach unten gedrückt wird. Ja, okay, verstehe. Also die alten Rezepte. Das sind keine alten Rezepte. Das sagt schon Walter Scheel, der erste Entwicklungsminister Deutschlands. Afrika hat schon eine Überproduktion von 83 Millionen. Ich kenne die Zahlen mindestens genauso gut wie Sie. Aber diese Form von Demografiepolitik hat man seit 50 Jahren probiert, sie gelingt nicht. Es gibt nur einen einzigen Weg, wie man Geburtenraten kontrolliert. Und wissen Sie, wie das ist? Qualifikation der Bevölkerung erhöhen. Je höher qualifiziert eine Bevölkerung, insbesondere die Frauen sind, desto geringer die Geburtenrate. Bei uns leider tut die. Das Afrika-Paket. Jetzt kommen wir zum innenpolitischen Paket. Jemand, der wirklich bedürftig ist, also der an Leib und Leben bedroht ist.